Guten Tag, Alexander Sander. Hallöchen. Flux FM in digitaler Gesellschaft. Ich musste gar keinen Hass überwunden. Also fällt mir gerade auf. Sagen, ja. Ich habe euch gleich geliebt von Anfang an. Wir möchten wieder sprechen über ein Thema, das netzpolitisch relevant werden könnte. Nein, das netzpolitisch im Prinzip schon relevant ist. Wer aufmerksam Radiowerbung hört, hat es vielleicht schon mitbekommen. Die Telekom bietet einen neuen Dienst an unter der Überschrift Stream On. Und das wird mit einer revolutionären Nummer von Depeche Mode beworben, dieses neue Produkt. Es soll im Prinzip Kunden und Kundinnen unbegrenztes und obendrein kostenloses Video- und Audio-Streaming unterwegs ermöglichen. Wer also einen Magenta-Tarif der Telekom gebucht hat, der kann ohne zusätzliche Kosten die Stream-On-Option hinzubuchen. Und solange dann das monatliche Datenvolumen des Magenta-Tarifs noch nicht aufgebraucht ist, wird der durch Audio- und Videostreams verursachte Traffic dann eben nicht auf das monatliche Datenvolumen angerechnet. Warum das jetzt sketchier ist, als es auf den ersten Blick wirkt, das weiß natürlich die digitale Gesellschaft. Wir müssen sprechen über das Thema Netzneutralität in diesem Zusammenhang. Und Alexander Sander von der digitalen Gesellschaft, der bei mir im Studio ist, der kann uns das noch ein bisschen genauer erklären. Alles Tachchen erstmal nochmal. Hallöchen. Was macht die Telekom jetzt ganz genau? Habe ich das schon einigermaßen richtig erklärt gerade? Denn es ist ja wirklich ein frisches Produkt, gerade erst auf den Markt geworfen worden. Absolut, du hast das schon absolut korrekt erklärt. Es geht im Grunde darum, dass alles, was ich in Videos und Audioform mobil konsumiere, währenddessen mein Datenvolumen noch nicht aufgebraucht ist, nicht auf dieses Datenvolumen angerechnet wird. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel einen Tarif habe, in dem ich 1 Gigabyte habe, ist Monatsanfang und ich streame eben nur Video und Audio von den Partnern der Telekom, da kommt nämlich schon die erste Einschränkung, wird mir das nicht auf das monatliche Datenvolumen angerechnet. Das bedeutet, ich habe, nachdem ich einen Film geschaut habe, immer noch dieses 1 Gigabyte zur Verfügung. So erstmal eben, wie gesagt, die Theorie. Das Problem als allererstes ist eben dabei, es gibt nur bestimmte Partner, also es betrifft nicht alle Videos, es betrifft nicht alle Audio-Files, sondern eben nur bestimmte. Beispiel, die Mediathek vom ZDF ist dabei, die von der ARD aber nicht. YouTube ist dabei, Vimeo aber nicht. Also man muss eben sehr genau schauen, welche Partner die Telekom überhaupt hat, die eben jetzt nicht auf das Datenvolumen angerechnet werden. Man muss sich also auch ein bisschen durch diesen Tarifdschungel wieder durcharbeiten, durchforsten, genau gucken, was ist im Angebot enthalten, was ist nicht enthalten, und kann jetzt nicht einfach anfangen, alle Videos zu streamen, weil dann wird der relativ schnell eben das Datenvolumen wieder aufgebraucht. Ja, und da sind wir schon mittendrin im Thema Netzneutralität. Wenn du mir nämlich sagst, Vimeo wird nicht laufen, also beziehungsweise wenn du ein Vimeo-Video runterlädst und dir anguckst, dann wird das eben doch auf dein Datenvolumen angerechnet, aber das von YouTube nicht. Das heißt, da sind Verträge gemacht worden mit den verschiedenen Anbietern, mit den verschiedenen Plattformen, die Streamings quasi bereitstellen. Und das bedeutet ja aber dann im Schluss, oder im Endeffekt, dass es eben keine neutrale Bearbeitung von Daten gibt. Es werden also nicht alle Daten gleichwertig durchs Netz geschickt. So ist es. Also Netzneutralität bedeutet erstmal, dass alle Daten unabhängig vom Absender und Empfänger und vom Inhalt der Daten gleich behandelt werden. Ja. Was man jetzt hier macht, diese Praxis nennt man Zero Rating. Das bedeutet, es wird eben nicht angerechnet, dass hier eben ein Datenaustausch stattgefunden hat. Und das Problem ist eben relativ klar, dass wenn ich mich oder wenn ich die Wahl habe, eben die Mediathek vom ZDF zu nutzen, weil sie eben nicht angerechnet wird, dann werde ich das wahrscheinlich auch tun, anstatt eben die von der ARD zu gucken. Also mit anderen Worten, die Leute werden eher heute Nachrichten schauen als die Tagesschau, weil das eben nicht angerechnet wird. Und damit hat man eben auch ein Stück weit einen Eingriff in die Meinungsfreiheit. Ja, total. Weil eben bestimmte Plattformen ausgenommen sind, bei denen man sich dann tendenziell eher nicht informiert, weil das ja mehr Geld kosten würde am Ende des Tages. Also nehme ich natürlich den Dienst, der mich weniger kostet, und bin dadurch aber auch nur begrenzt informiert am Ende des Tages. Interessant ist in dem Zusammenhang ja auch, dass gerade die Mediathekenbetreiber, Betreiberinnen sich in den letzten Jahren oft gegen eine solche Regelung ausgesprochen haben. Die pochten immer auf die Netzneutralität und haben gesagt, wir müssen auch als öffentlich-rechtliche Sender dafür sorgen, dass eben diese Gleichbehandlung aller Daten im Netz auch so durchgezogen wird. Jetzt haben die Leute in Mainz aber gesagt, oh ja, also wenn das für uns Vorteile hat, machen wir da doch mit. Oder wie ist das jetzt entstanden?
Wahrscheinlich wird es so sein. Mhm. Es gibt keine offizielle Erklärung vom ZDF, warum sie das jetzt machen oder warum das eben andere öffentlich-rechtliche Sender eben gerade nicht machen. Auffällig war eben, dass sie in den Zeiten, wo es um diese Verhandlungen um die Netzneutralität ging, eigentlich ein starker Partner waren, sich immer dafür eingesetzt haben, dass es eben genau diese Praxis von Zero Rating nicht geben darf, weil sie natürlich eben auch ein Stück weit die Angst haben, dass sie damit auch vom Markt gedrängt werden. Weil die Situation ist ja auch nicht nur bei den Endkunden, die, dass sie dann bestimmte Dienste nicht mehr nutzen, sondern auch bei den Anbietern, die ja dann Probleme haben, weil ihnen die Nutzerinnen und Nutzer weglaufen. Ja, ein kleines Startup, das da nicht Teil dieses Vertragsgebildes ist und das Videos anbietet, wird Schwierigkeiten haben, Leute digital und vor allen Dingen auch mobil zu erreichen. So ist es. Also das ist das eine Problem, aber eben auch große etablierte Player. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dann eben die Mediatheken einfach nehmen, also wo eben vielleicht die ARD mit der ZDF konkurriert oder auch mit den mit den Privatsendern. Also da ist dann schon die Frage, wo die Leute halt ihre Informationen herkriegen, auf welchen Seiten sie schauen und wie da eben Konkurrenzsituationen entstehen. Auch wenn man mal weiterschaut, wenn jetzt die Konkurrenten Telefonica, also O2 oder Vodafone jetzt auch in dasselbe Konzept mit einsteigen, gibt es dann vielleicht eben so Bundles, wo dann gesagt wird, also bei uns kriegt ihr die Privaten und YouTube, bei den anderen gibt es dann eben die öffentlich-rechtlichen und irgendwelche anderen Informationen dazu, sodass man sich dann durch einen riesengroßen Tarifdschungel durchwühlen muss, um erstmal rauszufinden, welcher Provider jetzt eigentlich in etwa die Nachrichten abbildet, die ich auch gerne sehen möchte. Ja. Und damit wird es natürlich auf der einen Seite für Endnutzerinnen problematisch, weil sie sich durch Verträge durchwühlen müssen, und auf der anderen Seite wird es natürlich auch für die Anbieter schwierig, weil die natürlich schauen müssen, bei welchem Anbieter sie jetzt eben solche Angebote wahrnehmen dürfen oder nicht. Ja. Und im Großen und Ganzen, wie gesagt, es verstößt einfach gegen die Regelung zur Netzneutralität, was man damals ins Gesetz geschrieben hat, beziehungsweise was auch die europäischen Regulierungsbehörden, also die BEREC, das ist das, was die Bundesnetzagentur auf europäischer Ebene ist, eben vorgegeben hat, dass eben kein Zero-Rating stattfinden darf, wenn es Einfluss auf die Meinungsfreiheit hat, wie es eben in diesem Fall jetzt schon erklärt ist. Ja, das ist ja im Prinzip ein undemokratisches Tool, wenn man das so will. Denn wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass der freie Zugang zu Informationen eine Basis ist für eine demokratische Gesellschaft, wird ja hier schon an der falschen Stellschraube gedreht. Interessant finde ich auch noch, dass manche Leute befürchten, dass eben nicht nur der Absender der Pakete quasi überprüft wird, um rauszufinden, ob die jetzt Teil des Vertragsgebildes sind und ob die schnell durchgeschickt werden oder vielleicht ein bisschen langsamer, sondern dass die Befürchtung eben auch existiert, dass auch der Inhalt der Pakete untersucht wird, um zu gucken, wo kommen die her, sind das überhaupt Videoinhalte? Müssen wir das jetzt hier stoppen, um unsere Player schneller zu machen? Und das ist ja auch nochmal ein ganzes Problemfeld für sich alleine. Also es ist keine Befürchtung, es ist bittere Realität. Also die Telekom muss in die Pakete reinschauen, weil sie sonst gar nicht weiß, ob das Ding jetzt von YouTube kommt oder eben von Vimeo. Also muss sie halt rausfinden, von welchem Anbieter dieses Datenpaket jetzt losgeschickt wurde, um dann eben zu sagen, ja, du kommst von YouTube, du wirst jetzt nicht aufs Datenvolumen angerechnet, du kommst von Vimeo, du wirst abgerechnet. Also müssen sie in diese Datenpakete reinschauen, sie müssen wissen, was die Endnutzerinnen und Endnutzer tatsächlich konsumieren. Und das ist natürlich auch eine relativ große Überwachungsmaßnahme, die hier durch die Hintertür auch noch mit eingeführt wird und auch hier wieder klar gegen die Regulierung aus Europa verstößt. Ich habe vorhin einen Werbespot zufällig gehört von der Telekom, da läuft der Song Where's the Revolution von Depeche Mode. Denn das Produkt wird in der Tat als revolutionär quasi angepriesen. Ja, du kannst jetzt quasi ohne die Playlist vorher herunterzuladen, kannst du joggen gehen. Und so ähnliche Aussagen werden da getroffen. Ich spiele den Song jetzt nochmal aus einer anderen Richtung, denn ich glaube, die digitale Gesellschaft, die fragt sich, where's the revolution, aus anderen Gründen. Hier sind Depeche Mode, wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter und finden vielleicht auch heraus, was man machen kann. Ob jetzt Telekom-Kunde oder Kundin oder nicht. Zwischendurch Depeche Mode auf LuxFM. In digitaler Gesellschaft. Alexander Sonder von der digitalen Gesellschaft, der ist immer noch bei mir im Studio und der ruft im Prinzip auch zur Revolution auf, denn das neue Produkt der Telekom, das mit dem eben gehörten Song beworben wird auf allen Kanälen, das ist in der Tat ein Verstoß gegen die Netzneutralität. Wir haben gerade schon ein bisschen erklärt, warum. Es ist eben nicht so, dass im Rahmen dieses Paketes Daten ganz ohne sie zu betrachten durchs Netz geschickt werden und zwar gleichwertig und mit gleicher Geschwindigkeit. Nein, da wird gedrosselt und beschleunigt, je nachdem, welcher Vertragspartner man gerade ist als Streaming-Plattform. Jetzt gibt's ja diesen Aufruf zur Netzneutralität, ist ja im Prinzip ins Gesetz verankert. Wie schafft es jetzt die Telekom, diesen Dienst trotzdem auszurufen? Und wieso machen die das, wenn es ja eigentlich gegen Gesetze verstößt oder zumindest halblegal ist? Naja, sie versuchen halt die Gesetze auszureizen und bis an die Grenzen zu gehen und zu schauen, ob sie eben mit ihrem Dienst dann von der Bundesnetzagentur auch zugelassen werden oder nicht. Also es ist jetzt einfach eben genau das, was wir auch immer gesagt haben während der Verhandlungen. Wir brauchen klare Regeln, damit hier eben nicht dann Provider wie die Telekom kommen und versuchen eben Gesetzeslücken zu finden. Aber auch selbst das haben sie unserer Meinung nach nicht ausreichend geschafft. Also es ist eben
bestimmte Probleme, die eben damit auftreten, also zum Beispiel, dass eben bestimmte Anbieter nicht dabei sind, also wenn man eben sagt, es ist für alle Videos so, dass sie nicht auf das Datenvolumen angerechnet werden. Das ist also eine kleine Eins über dem Alle. So ist es, ja, dann wäre es okay, dann könnte man das machen, aber sobald eben bestimmte Dienste nicht dabei sind, wird es eben problematisch. Mhm. Und es geht ja nicht nur um Video, auch um Audio, also auch hier ist das Gleiche, dass eben bestimmte Sachen, Apple Music ist dabei, Spotify zum Beispiel nicht, also auch hier gibt es eben wieder Unterscheidung und wenn man dann eben sagt, bestimmte Dienste sind nicht dabei, Flux FM ist zum Beispiel auch nicht dabei. Was? Ja, da müssen wir was unternehmen. Nein, aber ne, wenn Flux FM zum Beispiel nicht dabei ist, andere Radiosender aber vielleicht dann doch irgendwann, dann wird es eben problematisch und dann sehen wir eben auch diese Verstöße gegen die Netzneutralität. Was jetzt die Telekom versucht, ist eben, wie gesagt, einfach mal einen Dienst an den Start zu bringen und dann über den Rechtsweg wahrscheinlich sich da irgendwie was zurechtzuklagen und ja, wird jetzt vielleicht auch der Provider sein, der einfach mal vorgeschickt wird, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit Tankstellen, wenn einer die Preise erhöht, ziehen alle anderen nach und aber einer ist halt der Buhmann, jetzt ist die Telekom der Buhmann und wird halt vorgeschickt und soll mal gucken, wie weit man kommt. Okay, aber wenn jetzt, ich stelle mir gerade vor, ich gehe nachher zu den Chefs und erzähle denen irgendwie von diesem Stream-On-Service, die werden ja sofort sagen, ja, wir müssen wir uns anmelden, Flux Music, die App, die muss ja da hoch und runter laufen, die darf nicht aufs Datenvolumen angerechnet werden, super, kriegen wir gleich ein paar mehr Hörer. Was soll ich denen als Gegenargument formulieren? Vielleicht sollte ich sie davor warnen, dass sie sich an einer halblegalen Aktion beteiligen. Oder das ist das eine. Ja. Also man ist eben tatsächlich an so einer halblegalen Aktion dann beteiligt. Andererseits zeigt es aber eben genau diesen Konflikt, der dann entsteht. Weil aus eurer Sicht ist es natürlich selbstverständlich, dass ihr dann halt auch möglichst nicht auf das Datenvolumen angerechnet werden wollt. Genauso wie das bei euren Konkurrenten ist. Aber hier fängt es auch schon mal an. Also man muss sich bei der Telekom melden, muss dann aktiv dahin gehen und muss sagen, ich möchte gerne dabei sein. Ja. Und dann bekommt man erst einen Vertrag zugeschickt. Also zum jetzigen Zeitpunkt weiß man auch gar nicht, was man dann eben zugeschickt bekommt und dann wird man eben in eine Vertragssituation mit der Telekom gezwungen und das kann für bestimmte Anbieter halt ein Problem darstellen, weil sie vielleicht Exklusivverträge mit anderen Providern haben. Das kann aber auch einfach schlichtweg sein, dass sie überhaupt nicht mitbekommen von dem Dienst. Also man muss sich ja ein bisschen auf der Webseite von der Telekom dann rumtreiben, dann eine E-Mail da hinschreiben und muss da irgendwelche AGB lesen, wo dann drin steht, man bekommt später noch Verträge und so weiter und so fort. Also das ist ja auch gar nicht so simpel, dass man jetzt einfach da hingeht und sagt, ich möchte dabei sein, sondern da hängt auch noch ein kleines Problemchen mit hinten dran. Und außerdem ist der Flux FM ein Sender, der durch die gute Musikauswahl und durch die ausgewählten Beiträge Hörer und Hörerinnen an sich binden möchte und nicht, weil es eben den anderen Sendern nur gibt, wenn du ein bisschen Kohle drauf zahlst. Also insofern hoffe ich mal, dass auch unsere Chefs hier weiterhin mit fairen Mitteln kämpfen im Konkurrenzkampf, im Radio-Konkurrenzkampf. Jetzt sprechen wir schon über Kämpfe. Jetzt seid ihr unter Umständen auch schon bereit, eben nochmal darauf aufmerksam zu machen, dass es sich hier um ein zumindest halblegales, wenn nicht sogar illegales Angebot handelt. Die Bundesnetzagentur ist von euch schon angeschrieben worden oder wie sieht's aus, was passiert gerade? Also die Bundesnetzagentur ist diejenige Institution, die das Ganze überprüfen muss. Also die dann schauen muss, ob diese Regeln, die zur Netzneutralität verfasst wurden, mit dem in Einklang stehen, was die Telekom da jetzt probiert. Man ist eben jetzt momentan in dieser Prüfungsphase und wir werden uns an die Bundesnetzagentur wenden. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir eine Website ins Leben gerufen haben, auf der ein Video zu finden ist. In diesem einen Video wird erklärt, warum es ein Verstoß gegen die Netzneutralität ist, was die Telekom da macht. Und damit haben wir uns bei der Telekom als Partner beworben und haben gesagt, wir möchten gerne eben als Partner bei euch dabei sein, damit wir auch Einsicht in diese Verträge bekommen. Ja. Und wenn die Telekom uns nimmt, dann haben wir zumindest Einsicht in diese Verträge. Wenn sie uns nicht nimmt, dann ist es ein klarer Beweis dafür, dass eben nicht jeder an diesem Angebot teilnehmen kann, was dann ein ganz deutlicher Verstoß gegen die Netzneutralität wäre. Ja. Deswegen, wir haben jetzt diese Website Scheme On ins Leben gerufen, wo wir dann auch darüber berichten, wie unser Dialog mit der Telekom denn so aussieht, wie das Ganze so stattfindet, wie die Telekom mit uns umgeht und ob wir dann am Ende des Tages eben auch als Anbieter da auf der Seite mit erscheinen. Da kann dann dieses Video, was wir heute produziert werden, dann zum Beispiel gegebenenfalls, wenn wir aufgenommen werden, auch gesehen werden, ohne dass es aufs Datenvolumen angerechnet wird. Und damit, wenn wir dann unsere Analyse darüber abgeschlossen haben, gehen wir dann mit einem umfangreichen Papier eben zur Bundesnetzagentur und kritisieren dann eben das entsprechende Vorgehen, was die Telekom hier eben an den Tag legt. Ja, also im Prinzip geht es eigentlich nur noch darum festzustellen, wie schlimm ist das eigentlich, was die Telekom da macht. Denn entweder ist es so schlimm, dass quasi Dienste ausgeschlossen werden, die sich da vorher nicht angemeldet haben, was schon traurig genug wäre. Noch schlimmer wäre aber, wenn man sich als Dienst versucht anzumelden mit Inhalten, die
der Telekom nicht gefallen und die sagen sofort, nee, bleib draußen. Das wäre die schlimmere Variante, aber beides ist unschön. Beides ist unschön, beides ist ein klarer Verstoß gegen die Netzneutralität. Wie gesagt, wir wollen schauen, wie sehr die Telekom jetzt eben diese Netzneutralität da verletzt. Und deswegen haben wir diese Website ins Leben gerufen, kann man mal draufklicken, kann sich das mal angucken. Und wie gesagt, auch weiterverfolgen, wie wir hier mit der Telekom im Dialog bleiben. Scheme on, einfach mal ins Google-Suchfensterchen eingeben, da ist man relativ schnell auf der richtigen Seite. Ansonsten kommt man auch auf die Seite, wenn man vorher bei der digitalen Gesellschaft vorbeigeht, digitalegesellschaft.de. Da sind auch noch 2, 3 Texte zum eben formulierten Thema nachzulesen. Wieder höchst interessant, weil man ja auch als Laie auf den ersten Blick denkt, das ist aber super von der Telekom, dass ich da jetzt einfach so ohne Datenvolumen und so. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es auch relativ zügig Beschwerden gibt, weil eben Leute dann nicht genau wissen, welche Anbieter jetzt eben dabei sind und welche nicht und dann eben Videos schauen, die dann doch aufs Datenvolumen wieder angerechnet werden und in diesem Tarifdschungel einfach nicht klarkommen. Deswegen ist das Angebot auch abseits davon mit Vorsicht zu genießen. Ja, und wenn man jetzt Telekom-Kunde oder Kundin ist und kriegt so einen Anruf, man kriegt ja dann oft Anrüfe von den Telekom. Wollen Sie dabei sein? Ja, genau. Und dann kann man sagen, nein, ich habe rechtliche Bedenken. Ja, ich stehe mit einem Bein im Gefängnis, ich möchte das nicht. Ja, ich bin für die Demokratie, ich bin gegen die Einschränkung der Netzneutralität und so. Mal gucken, was Sie dann sagen bei der Telekom. Da explodiert das Callcenter. Ja. Vielen Dank für die Informationen, Alexander Sander. Wer sich noch weiter einlesen möchte ins Thema, der geht auf digitalegesellschaft.de oder er gibt Scheme On ins Suchfensterchen beim Anbieter eures Vertrauens ein. Netzpolitik, da gibt es auch einen ganz schönen Artikel, obwohl der mich mehr verwirrt hat, ehrlich gesagt, als aufgeklärt. Aber trotzdem kann man sich den durchlesen, wenn man voll und ganz durchinformiert sein möchte. Alexander Sander, vielen Dank. Schöne Grüße an Volker und den Rest der digitalen Gesellschaft. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Flux FM in digitaler Gesellschaft.